Hallo liebe Freunde! So, ja, hier ist der Abby und der Sub-Ninja ist auch dabei. Und ja, Stand der Dinge, wir spielen jetzt erstmal hier Nintendo 64, ne, Dings. Mario Kart 64. Und wir spielen mal, wo wir gerade dabei sind. Wir spielen mal ein 100er oder 150er. Ist egal eigentlich. Also wir spielen wieder einen Cup. Wir spielen ja einen Cup. Machen wir mal zum Einstieg den 100er Cup. Und jo, wir spielen zusammen. Also wir spielen gegeneinander in dem Cup und jo. So, würde ich mal sagen. Leg mal hier das da. Ich habe übrigens seit Jahren kein Mario Kart mehr gespielt. Ich spiele natürlich über einen Emulator, also So, die ansonsten. Steuerung ist ein bisschen befremdlich. So, ich will mir mal Toad. Ja, Player 1 ist übrigens der. Sub-Ninja. Ja, und Player 2 ist der Abby. So, Toad ist wendig, hat zwar natürlich keine so hohe Maximalgeschwindigkeit, daran kann ich mich noch erinnern. Hoffentlich ist das so, ich weiß es nicht, ob es bei dem Teil so ist. Machen wir Star Cup. Ja, okay, wird ein bisschen schwer am Anfang, aber. So, der Abby ist unten, oben der Sub-Ninja. Oh, ich habe bei meinem Schnellstart, den ich versucht habe, Ich habe direkt natürlich den Schnellstart geschafft. Und ich werde hier ein bisschen von Peach angespornt. Na, scheiße. Naja, egal. naja, wie gesagt. Man will ja schon hier den. Oh, aha, den Stern. Aha, und zwar nur, weil ich ja fast sagen war. Ich kenne ja, ich habe ja Bowser so hat mich ein. total Ich fertig habe gemacht. ja so einen Freund, also ein Kollege von mir, der lässt sich immer auf den Bahn, wartet der, bis die Gegner in der dritten Runde sind. Und dann bekommt er einen Stern und wird am Schluss Erster. Sehr verwunderlich, Evi hat Freunde. Am 8. Ja, einer davon bist du. Och Ja, wenn nee. ich mit dir fertig bin, dann überlegst du es dir bestimmt alle. Ach, du bist Todd, du bist ja gar ein Bowser. Ja, genau. Oh, ich hab mich selbst gecrashed. Warum? Warum, Alter? Uncool. Also es verlief letztes Mal natürlich um einiges besser, aber die Strecke hier ist auch schon ein bisschen anders. Und mal schauen. Der Goldpilz, der kommt mir gerade gelegen. Ja, der Stern auch. Komm zum Ninja, zum Ninja! Ich weiß gar nicht, ich muss man hier gedrückt halten. Was Tschüss! mache ich hier? Ja, das ist hier ein bisschen Looper. So, dann benutze ich hier mal der Evi sein Goldpilz. Der Goldpilz bedeutet eigentlich nichts anderes, wie dass ich den Pilz so oft einsetzen kann, wie ich will. Und der Pilz gibt mir einen extra Schub. So, Aber ich ich denke, kann mich gar nicht das mehr an wissen die meisten. diese Strecke hier erinnern. Ich auch nicht. Aber ich habe auch nie großartig 64er gespielt. Das ist bei mir schon mehr als 10 Jahre her. Ich war der, wie ich damals mein erstes GameCube bekommen habe. Mit Mario Kart Double Dash. Da habe ich das eine Zeit lang gesuchtet. Aber, oh Mann. Da war ich noch ein Junge. Da warst du noch ein Junge, jetzt nicht mehr. Nein, heute bin ich ein Mädchen. Heute bin ich erwachsen, groß und stark. Und weiblich. Stimmt zwar nicht, aber dann wäre ich jemand anderes. Ich kann mich hier schlecht ausspielen, würde ich sagen. Der scheiß Mario da, der geht mir auf den Sack. So. Ja, hallo? Auf welchen Sack? Einer von vier. Meiner zählt nicht mehr. Ich stagniere hier gerade auf dem vierten Platz. Ich weiß gar nicht, wo der Rest ist. Naja. Ich kann ja sagen, wie ich bin am Gewinn. Das ist schön für dich. Ich hole gerade auf. Oh, da war eine Wand. Und ich. Oh, das ist jetzt die letzte Runde. Was? Ah, meine Maximalgeschwindigkeit, das ist gar nicht so gut. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll.
dass ich einfach zu langsam bin. Vielleicht hätte ich mir gar nicht Toad aussuchen sollen, aber im Nachhinein, ne? Liegt's dann am Toad? Ist klar, Digga. Boah, Alter, ich kenne sich die Strecke. Aber im Gesamten finde ich... Was? Im Gesamten finde ich, ähneln sich die Strecken sowieso. Oh, ein Stern, sehr gut. Oh, das ist aber uncool. Ich habe nur 2 Sterne bekommen, warum bekommst du auch einen Stern? Nein! Das kostet mich den Sieg! Scheiß Wario, ne? Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Peach! So heißt die Dame vor mir. Ja, der geht mir auch richtig auf den Senkel. Boah, Mario, verpiss dich. Nein. Nur weil du ein Protagonist in diesem Spiel bist, heißt das nicht, dass du irgendwas zu sagen hast. Doch, hat er. Er hat sogar ein eigenes Spiel. In Mario Kart sind alle Charaktere gleichberechtigt. Außer Donkey Kong, der geht den Nintendo-Leuten momentan auf den Sack und der darf deswegen nicht mitmachen. Oh, noch 2. Gewonnen. Gott sei Dank. So. Und wir trudeln im 4. Platz ein. Jo. Abby for the win. Abby for the win. Ja, ich bade mich gerade ins Selbstlob. Das wirst du natürlich bereuen später, aber ja, kann man nichts machen. Dum 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 dum. Oh, ja. Ach nee, an die Bahn kann ich mich irgendwie schon erinnern. An die kann ich mich nur von Wii erinnern. Ja, ich auch. Ach nee, komm, das ist jetzt schon. Ich hasse Eis. Nein! Sehr guter Start. Mach Scheiß nur für die Items. Ich fuck das System. Ich bin 8er. Sehr gut. Ach, das letzte, Digga. Mach was. Ja, ich weiß denn. Du hast ja schon ewig nicht mehr gespielt, hast du gemeint. Ich habe auch schon lange mehr gespielt. Ich habe sowieso allgemein mal das 64er nie gespielt. Großartig. Ich glaube. Warum kriegst du scheiß Items auf dem 8. Blatt? Ja, du bekommst noch einen Stern, wenn du in der 8. bist. Items sind natürlich je nach Platz angepasst. Und ich werde hier gerade weggenatzt. Ich will ja wenigstens noch am Ende vom Grand Prix hier. Nein. Auf Siegertreppchen. Ja, hier haben wir Gott sei Dank Item. Oh. Kann doch nicht sein hier. Goldpilz hilft mir auch schon. Oh Mann. Ey, ich komme immer noch gegen. Wir sind viel zu weit hinten. Total versagt. Nein. Meiner lacht zu hässlich. Oh. So. Warst du das? Ja. Uncool. Du weißt das schon. Ja, ich kann meinen Goldpilz nicht ausschöpfen wegen dir. Ich zeig dich an. Mach das. Polizei kann sowas nachweisen. Hier die Aufnahme. Beach Police. Nein! War ja klar, direkt. Und somit ruhen wir auf den 2. Platz und auf den 1. Hä? War ich der? Warum hab ich nichts abbekommen? Egal! Und somit ändert sich das Ganze auch wieder. Ich wurde platt gedrückt. Ich will wenigstens noch zu Luigi. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin wieder im Rennen. Ja, nicht mehr. Nein. Ja, das war kläglich. Dieser scheiß Pinguin! Ah, diese Strecke. Ja, die Strecke ist nicht cool. Aber 3. Auch nicht schlecht. Und so, oben. Ich sehe die Gegner nicht mehr. Und oben sehen wir den Suppen-Ninja, der kommt jetzt auch ins Ziel. Oh, und hat am Schluss den Stern bekommen, was natürlich am Schluss sehr hilfreich ist, wenn jeder schon im Ziel ist. Naja, der Stern gibt übrigens eine Art Unverwundbarkeit und Speed. Und ja, wenn man den am Schluss bekommt, wenn jeder am Ziel ist, bringt das natürlich nichts. Deswegen unglücklich gelaufen.
Ich bin insgesamt auf dem dritten und auf dem. Oh nein, jetzt kommt die Tabelle insgesamt. Auf dem zweiten und Todd auf dem fünften, beziehungsweise der Suppen-Ninja. Zufrieden? Nö. Ja. Ich schon. Noch. Aber das kann ich alles noch ändern. Der Todd kann natürlich noch aufholen, sind ja noch zwei. Drei Bahnen. So, alle mal von hinten geraid. Habe ich mal drei Pilze abgesagt. Und direkt versagt. Hier ist auch eine Abkürzung irgendwo. Oh. Das da war jetzt nicht gut von mir da unten. Und es lädt. Oh! Ein kleiner, ja. Ulla, da legt er dann. Ulala, legt er dann. Warum kriege ich solche Items auf dem letzten Platz? Es ist nicht mehr glaubbar. Warum fliege ich gegen den Bär? Und warum klaut mir jeder Feuer die Items? Oh nein! So, krieg ich bitte jetzt einen Stern. Ah nee, das ist auch gut. Nein! Ja. Deswegen kann ich meine Pilze nicht benutzen. Jetzt gerade. Nein! Natürlich. Ja. Da liegen wir weit zurück. Ich will das einfach. Scheiße, machen. Ich wollte extra eine Abkürzung nehmen. Extra mal ein bisschen abkürzen und jetzt sind hier ich und der Summ-Ninja auf dem letzten Platz. Guck mal auf den Bildschirm, da wird angezeigt, wo ich bin. Nein! Das war ein Fake-Item! Gegenüber dem Summ-Ninja habe ich ja noch eine kleine Chance hier etwas zu drehen, aber... Oh, der Stern, nein! Was mache ich hier? Zocken. Nee, das ist was ganz anderes. Aber war Fake-Item! Die Fake-Items erkennt man natürlich daran, dass sie alleine stehen, aber man ist sich da ja so nie so sicher. Also ich bin mir da nie so sicher. Nein. Sind wir doch... Verdammt! Also, nun wird's auch nichts mehr hier für mich, irgendwas zu drehen und somit werden wir wahrscheinlich als letzter eintrudeln. So, mal gucken, ob irgendeiner der Panzer da ankommt. Ich bezweifle es. Ja. Ah doch. Mal sehen, ob bei irgendeinem den Blitz ankommt. Der kommt natürlich bei jedem an. Ja, ich habe gerade versagt bei dem Blitz. Ja, also es ist halb so tragisch. Ich hätte das auch so timen können, dass du da wirklich verkackst. So, wir haben natürlich den Stern. Und alle Abkürzungen, die möglich sind und fallen rein. Das war sehr idiotisch. Ja, natürlich, es spawnt mich direkt da, wo ich fast runterfahre. So, der da ist ein Panzer, der geht direkt zum ersten Platz hinüber und lässt ihn in die Luft schleudern. Oder am nächsten vorne dran? Nein. Ja, hier kann ich doch noch was drehen. Nein! Jedes Mal dasselbe. Wieso kann ich mich nicht an diese Strecke erinnern? Das ist aber bestimmt ein Fake-Item. Ja, ich hab doch noch geschafft, hier auf dem vierten Platz irgendwie aufzuholen. Oh, ups. Wenn man ganzen Items natürlich vorbeifährt, ist man selbst schuld. Verdammt! Schlecht, sehr schlecht. Somit rudeln wir doch als letzter ein vom... Naja, als Vorletzter. Als Vorletzter, ja. Du bist keine Konkurrenz. Kein Punktunterschied. Du fällst außer Konkurrenz, Kelly. So. Jetzt mache ich natürlich meine Ehre. Jetzt hat er schon wieder... Wieso kriege ich immer am Ende erst den Stern? Ne, da hattest du doch immer auch einen Stern, bist du in der See gefahren. Ja. Der ging eine Sekunde lang. Ja, wegen dem See. Wow, ich glaube, wir haben das auch. Ja, dann habe ich es wohl doch nicht mehr geschafft auf Siegertreppchen. Du auch nicht. Ja, dann machen wir noch eine Runde draus. Oder Moment mal, wie lange ich noch? Ich weiß es nicht, ist egal. Ja,
War natürlich ein Zwei-Spieler-Spiel. Wieder ein Hunderter. Und ich hole mir diesmal Bowser, ich habe dazugelernt. Ja, ich mit Mario am Start. Oh, so, wie wär's denn, wenn wir den Flower Cup holen? Warte. Okay. Special Cup haben wir noch nicht, oder was? Ja, wir haben gar nichts, wir sind Loser. So, an die Strecke kann ich mich gar nicht erinnern. Ich war bestimmt nicht weit am Dings entfernt. Macht hier Platz, schaut einen Blitzstart, erster Platz, Mip Mip. So. Oh! Ha, beinahe ins Auto gefahren. Oh, das ist natürlich ein sehr gutes Album direkt. Auf dem zweiten Platz. Verdammt! Blitz zu kriegen. Bin aber ganz schön knapp. Oh! Nein, ganz schön knapp vorbei. So. Mit Bowser läuft auch schon alles besser. Ja. Lala. Nein! Ja, das war scheiße. Und der zweite hatte ich gerade auch noch geholt von mir. Hab dich doppelt getroffen. Also nicht ich, hab dich immer getroffen bei Anna. Schicke ein Geister. Oh, verdammt, den wollte ich gar nicht. So, oh, das ist doch. So, oh Mann, Alter. So, nein, nicht das. Oh. Ha! Ja, egal, die Pilze hab ich noch. Da ist es unmöglich vorbeizufahren. Doch, doch, bin schon. Wow! Shit, hast du den angekommen? Nein! Eine Banane! Und wieder den Goldpilz. Ja, zweite Runde hier. Ja, dann liegen wir hier im Reisebus vorbei. Oder Schulbus oder was auch immer. Wir haben einen roten Panzer, den nach schön nach vorne. Der rote Panzer trippt immer. Was war das denn? Luigi! Luigi hat einen Stern, natürlich. Hat mich natürlich weggecrashed auf den achten Block. Ja, ja, das liegt an Luigi. So. Hier haben wir ein drei Pilze. Ja, wir hatten drei Pilze. Und jetzt rutschen wir aus nach 10 Stunden. Auch nicht schlecht. Kriege ich denn ein besseres Item? Ja, ganz schön. Was? Hier, Luigi, ich räche mich. So. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und noch ein Stern. Ja, von mir. Oh, du auch! Ein Stern! Dummer Stern! So, hier weg mit dir, Toad. Du hast mir keine gute Dienste geleistet. Und somit konnte ich auf den dritten, jetzt auf den zweiten Platz vor. Und der blaue Schildkrötenpanzer ist direkt gegen die Wand gedonnert. Ach, wie viele Leute hier Sterne kriegen. So. Verdammt, ich wollte eigentlich die hier drin. Die Peach, Alter, die ist auch schnell. So, und die drei Pilze, die bringen mich irgendwie nicht weit. Deswegen probier es mal hier mit. Ich hab einen Stern. Noch ein! Unglaublich. Und ein blauer Panzer. Mal gucken, wie weit der geht. Erst ans Ziel gekommen, das bedeutet der Sieg für Evie, der Bowser holt auch noch auf, der Sub Ninja. Nein, nein, Wario! Ah, und als Fünfter, somit haben wir hier schon wieder die erste Strecke von 4. Joa, ne? Jo. Nichts mehr beizusteuern, sehr zufrieden mit meinem Ergebnis, hab jetzt die 9 Punkte eingesackt durch meinen Sieg und bin nun logischerweise in der Gesamttabelle Erster. Ja, schön. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Ich kann mich irgendwie an gar keine Strecke mehr erinnern. Ja, ich auch nicht. Außer an einer. Eben. Oh, natürlich direkt den Fehlstart angelegt. An den Tag gelegen. So. Das versuche ich natürlich zu verbessern mit dem Item, das ich jetzt kriege. Oh, ich hab vergessen mal. Und direkt den Blitz bekommen. Das kann ich wegen dem schon wieder meinen Pilz einsetzen. Wunderschön. So. Nein, die Banane, ich hab die nicht gesehen, Peach on Weg. So. Der Pilz ging nicht weit genug. Was mache ich hier?
Oh mein Gott, was ist das für eine Strecke? Nun bin ich auf dem letzten Platz momentan. Aber ich kann ja noch aufholen. Das ist in der ersten Runde noch nichts verloren. Schicken so. Wir hier mal jedem einen zu. Nein! Der Schnee. Ein blauer Panzer. Hoffentlich bringt er was. Meistens. Nein, das war ein Fake-Item, ich Idiot. Und ich hab's geschafft, auf den dritten hinterher zu schalten. Ich pack's nur nicht dagegen zu schalten, wenn du was ist. Oh. So. Warum hast du immer den scheiß Blitz, Mann? Uncool. Wie kann man da stecken bleiben? Nein. So. Ja, der hier den Königspilz. Nein, nein! Ja. Nein, 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 der, nein. Das war ja nichts. Ja, der Todd, der wollte es hier mal ganz schön. Oh, er hat das schon wieder gehabt, oder was? Ja. Ohne Witz. Sehr was? Schlimm. Ich bin über das Item gesprungen. Natürlich! Natürlich! Ja, ich hab Stern. Gott sei Dank. Auf dem dritten Platz ein Stern. Ich bin hier auf Platz 8 und krieg gar nichts. Der Zufallsgenerator hier. Dritter Platz eingetrudelt. Oh, jetzt hab ich einen Stern. Ja, jetzt hat er einen Stern wieder am Schluss, wenn jeder schon im Ziel ist. Obwohl meine Runden so langsam waren, war ich schneller. Naja, gucken wir mal auf die Gesamttabelle. Ja, ich bin Zweiter. Der Bowser. So. Ja, mit 2-7 kann man da wieder alles gut machen. Ja, falls ihr es nicht wisst, oben ist der Sub-Ninja. Ich bin unten der Abby. Ich habe einen super Start gehabt in der Dings da. Super Start bekommt man, indem man genau im richtigen Moment hier vor dem Start es schafft, Gas zu geben, beziehungsweise timed das richtige Gas zu geben und dann. So, und dat. Düst jeder mir vorbei. So, ich ziehe wahrscheinlich wieder am Anfang weg und bin am Ende der Letzte. Das passiert mir immer. Ja, ich bin momentan Letzter. Mein Auge juckt, deswegen kann ich nicht weiterspielen. Nein, ein Blitz! Ja, diesmal von mir, ich bekomme auch mal einen Blitz. Trotzdem bin ich Achter. So. Nein, fahr doch nicht auf die Banane, du Idiot. Stern, Stern! Natürlich kriegt er einen Stern. Ja, klar. Und an euch beiden vorbei gehopst und dann habe ich mich hier rumgedreht. Man sollte ja nicht so voll laut sein. Ey, Bowser. Oh, die Steine. Nein, 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 die Steine sind dein kleinstes Problem. Dankeschön. Verdammt. Verdammt! Oh ne, schon wieder die Banane. Hier, behalte ich zur Verteidigung. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich verkrack's gerade voll. Somit ist wieder mein Podestplatz in Gefahr. Ey, guck mal, kennst du das? Kevin. Ja, kenn ich. Und tschüss. Und auf dem dritten Platz! Warum kann ich meine Pilze nicht einsetzen? Stimmt, ich bin ja klein. Warum bin ich langsam?
Hinter mir der Luigi hat einen Stern. Luigi kriegt immer die Sterne. Ich hab Angst. Verdammt! Nee! Ich hab noch versucht, meine ganzen roten Panzerchen vorher wegzuballern. So, ich hab immer noch 0 Punkte. Ich weiß gar nicht. Ja, okay. Keiner von uns ist auf dem Podestplatz, wie immer. Oder ja. Gibt es überhaupt eine Siegerehrung? Versagt. Gibt es beim 64er eine Siegerehrung? Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Naja. Sah so aus, als würde ich wissen, was ich tue? Nein. Also. Ja. Tschüss. Ja. Das war's hier und das war Nintendo 64, mal so irgendwas für zwischendrin. Nintendo 64. Mario Kart 64. Mal was Kleines für zwischendrin. Ansonsten schaut euch unsere anderen Videos auch mal an. Hinterlasst ein Like und tschüss. Das war's von uns. Tschüss. Ja. Tschüss. Dann geht doch. Nein. Tschüss.